Gut, ich würde mal sagen, wir fangen ganz soft an. So, wir haben eine sanfte Beschleunigung. Das Schiff schaut noch sehr stabil aus. Seht ihr irgendwas abknicken? Nee, war, ich sehe nichts abknicken. Wir können ja mal gucken, wie es hier drinnen ausschaut. Ja. Naja, so leichte Vibrationen halt, wa? Das ist, glaube ich, normal. Ja, hier sieht es auch gut aus. Jetzt schalten wir mal die ganzen Kameras durch. Oh, da schaut aber jemand sehr zuversichtlich. Guckt euch den mal an. Kann man hier raus aus den Fenstern was sehen, großartig? Da nicht. Aber hier sieht man nochmal den Heimatplanet. Ah. Ja, das ist jetzt das Forscherteam. So sieht es dann hier in den Forschungslaboren aus. Deshalb steht hier auch so viel Science. Snacks, da guckt mal hin. Snacks. Ganz wichtig. Ja. Da sind noch ein paar Zettel. Was steht denn da drauf? Oh, das sieht nach einem Einkaufszettel aus. Don't press the red button. Avoid Kraken. Okay. Und da sehen wir die Heimat. Joa. Da sieht es auch gut aus. Mal ein bisschen zurückscrollen. Oh, das ist eine schöne Aussicht. Oh. Guckt mal. Den werden wir jetzt eine Weile nicht mehr sehen dann. Wenn wir hier erstmal weg sind, dann ist der erstmal weg. Ja? Dann ist der wirklich erstmal weg. Und das ist ja dann wirklich eine lange Reise. Das ist nochmal einer der hinteren Plätze. Ich schalte nochmal durch. Das hier ist der Platz von Jeb. Das ist der Pilotenplatz, das weiß ich nämlich deshalb, weil der ganz vorne ist. Und warum ist der ganz vorne? Ich sehe hier nichts von der Van Braun. Wir sind nämlich hier ganz vorne. Und da sehen wir auch nochmal die Heimat. Vorne an der Nase, da sehen wir den Moon. Da vorne ist der Moon. Ja. Ist schon ein Ding. Wow. Gut, mit der Beschleunigung kommen wir natürlich hier nie raus. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr beschleunigen. Wir sind jetzt mal ein bisschen mutiger und gehen auf ein Drittel Last. Ein Drittel Last. Ein Drittel Last. Okay, wir haben ein Drittel, na, sogar ein bisschen mehr. So, okay. Ein Drittel Last. Es schaut noch stabil aus, wa? Es schaut noch stabil aus. Ja, mal sehen, was ihr so schreibt. Aber Action Group solltest du dir recht angucken. Ja, denke ich auch. Ja, schaut stabil aus. Wow. Wie sieht denn das auf der Karte aus? Jetzt bin ich gerade auf meinen Lautstärkeregler gekommen. Jetzt dröhnen mir die Ohren gerade. Ja, also wir kriegen jetzt schon mal Beschleunigung. Guckt euch das mal an. Die AP steigt. Warum gehe ich mit dem Mauszeiger darüber? Das seht ihr hier oben. Hä? Genau, da oben ist er. AP High. 400.000 Vase. 400.000 Meter ist der Standardorbit gewesen von der Van Braun. Und gleich haben wir da Doppelte. Also sie geht definitiv hoch. Wir können ja mal gucken, was bei zwei Drittel passiert. Bleibt sie bei zwei Drittel noch stable? 50%. Naja, sie hat leichten Verzug. Sie hat leichten Verzug. Guckt euch den mal an. Weil sie hat ja so eine wahnsinnige Beschleunigung, ne? Das muss man mal so sehen. Ja, jetzt sind wir im Kilometerbereich. Hier gucken wir mal an, wie das bei zwei Drittel aussieht. Ah, die Mannschaft schaut noch sehr zuversichtlich.
Oha. Ah, die brennt raus. Okay. Wir gehen mal noch weiter raus. Wir gehen jetzt auf 75% Last. 75%. Ah, es sieht schon böse aus. Sieht schon sehr böse aus. Und jetzt gehen wir mal auf 100. Wir gehen mal auf 100. Wir schauen mal, ob sie es schafft. Gesaved ist ja, wenn es ganz schief laufen sollte. Alter Falter. Oha. Das wäre 100% Last. Das verbiegt sich schon sehr, wa? Wir gehen mal mit der Leistung ganz langsam nochmal runter. 50% Last sollte reichen. Beziehungsweise 2/3 reicht sogar. Weil wir haben ja gesehen, dass das doch schon sehr weit rausgeht. Schaut euch das mal an. Joa, das reicht. Das ist super Brennung. Hallo. Ne? Also, so eine Beschleunigung kriegen ja viele Leute mit Kleinraketen nicht hin, wenn ich manchmal so gucke auf YouTube. Ja, da brennst du raus. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass ich auf 100% gehen kann. Sah aber schon ein bisschen kritisch aus, ne? Muss man mal so sagen. Ja, sah schon ein bisschen kritisch aus. Aber das ist eine Sache, die kann man definitiv machen. Das haut schon mal hin. Gut, wir bleiben auf 2/3. Nochmal ein bisschen höher. Wir meinen ein bisschen langsamer geworden. So, okay. Okay. Jetzt sollten wir gleich den Moon crossen. Das heißt, ich werde mal ein bisschen langsamer brennen jetzt. Weil ich will mal gucken, ob ich den Moon als Beschleuniger nehmen kann. Ich kann zwar Fuel synthesizen, aber das Problem ist, dass auch eine Menge kostet. So, na, wir kommen aber auf den Moon drauf an. Das ist nicht so schön. Noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Na, es sieht nicht so gut aus. Hm, kommen wir da ran an den Moon? Na, ich glaube, wir nehmen doch komplett brennen. Na, mal sehen. Und würden das dann nochmal kleben? Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Na, wir brennen mal weiter. Das wird immer komischer sonst. Okay. Gut, wir haben den Moon außer Acht. Wir brennen mal wieder ein bisschen stärker. Mal gucken, ob wir noch den Minmus irgendwie crossen. Keine Ahnung. Vielleicht crossen wir den auch noch. Aber der hat ja nicht so viel Masse. Wow, okay, die AP steigt immer weiter. Das ist sehr schön. Und wie die AP steigt. Und wenn ich hinter den Minmus bin mit der AP, dann kann ich im Prinzip langsam schon bremsen. So. Wobei bremsen ist der falsche Ausdruck. Dann brauche ich weniger Beschleunigung. Heißt, wir können langsam weiter runter. Und wir... Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Wir sind jetzt zu sagen, da haben wir den, wo es rausgeht, Kerbin Escape. Ja. Das sind jetzt sozusagen die letzten Kameraeinstellungen, während wir uns hier bei Kerbin befinden. Ja. Das sind so die letzten Kameraeinstellungen. Dann ist vorbei mit Kerbin. Ich würde mal sagen, genießt sie nochmal. Wie wir uns dann langsam von Kerbin verabschieden. Und auf die wirklich große Reise gehen. Auf die wirklich große Reise.
Wir gehen mal etwas weiter in den Time Warp rein. Und verabschieden uns ganz langsam und allmählich von der Heimat, die diese Mannschaft bestehend aus 15 tapfere Raumfahrerinnen und Raumfahrer bestehend. Ja. Die Mannschaft der von Braun. Wow. Es ist noch alles dran von der Beschleunigung. Ich bin ein bisschen erstaunt. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, wie viel Fuel wir gleich noch drin haben. Sobald wir Corbin komplett verlassen haben, also werden wir schauen, wie wir das Flugmanöver einigermaßen sauber hinbekommen. Und dann werden wir auch komplett auf Transfermodus gehen. Wenn wir im Transfermodus sind, geht es darum, dass wir die Solarzellen alle richtig öffnen und dann halt auch die Synthesizer aktivieren, weil die fressen richtig viel Strom. Und zwar wirklich viel Strom. Ja. Wir gehen nochmal weiter in die Beschleunigung. Und jetzt sehen wir, wie Corbin sich immer weiter, beziehungsweise wir uns immer weiter von Corbin verabschieden. Wir sind ja hier nicht bei Futurama, wo das Universum um das Schiff bewegt wird. Aber wäre ja auch mal so eine Sache, wa? So eine Schiffsbewegung um, also das Universum um das Schiff bewegen, so rum, ja? Ich stelle mir gerade so vor, wie das sein dürfte irgendwann mal, wenn die Menschheit diesen Punkt erreicht hat. Wenn es darum geht, zumindest als Mannschaft, muss ja nicht gleich der ganze Planet sein, also als Mannschaft auf der Reise zu sein zu unseren nahen Verwandten, da wo die Spekulation auch hingeht, dass dieses der erste Planet sein wird, und zwar der Mars. Und ja, man verlässt sozusagen die Heimat, auf der man geboren wurde. Und während man diese Heimat verlässt und sie langsam immer kleiner wird, jetzt sieht man ja, wie sie langsam immer kleiner wird, wird man sich dann irgendwie dann auch langsam bewusst, dass vielleicht auch die Chance besteht, dass man sie nie wieder sieht. Diese Heimat. Außer vielleicht irgendwelche Datenstreams oder Aufzeichnungen. Ja. Das sind halt auch noch so Dinge, darüber muss man sich halt auch noch Gedanken machen. Ja. Wenn man die Heimat verlässt. Die Existenz eines, was man kennt. Ja. Ich denke mal, da werden noch einige Psychologen viel zu arbeiten haben, um so eine Mannschaft wirklich darauf vorbereiten zu können. Eine Menge Arbeit. Und natürlich halt auch während der Raumfahrt als solches die psychologische Hygiene als solches aufrechtzuerhalten. Ja, das ist ja auch so die Sache. Naja. Und so langsam. Ja. Werden sich die Körbels wohl auch da bewusst, ja, es geht doch weiter. Ja. Jetzt sind sie noch im Nahbereich. Ja. Könnte ich ja Retrograde brennen und Hallo sagen. Das war's gewesen. Ja. Könnte man sagen. Ja. Aber naja. Fake, funktioniert KSP wirklich so, dass das System um das aktive Vessel berechnet wird? Aha. Ja, cool. Naja, KSP halt und Wirklichkeit, das ist immer so eine Sache. Wobei KSP ja auch Kepler-Daten berechnet, also von daher so ganz entfernt von der Realität ist es ja dann auch nicht.
Aha. Ja. Da wird die Heimat immer kleiner.